Hallo zusammen, weiter geht's mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch so. Heute gab es den ersten größeren Patch von Fortnite Kapitel 3, Saison 3. Und es gibt hier scheinbar neue Aufträge. Die heißen Zenindo. Das gab es ja schon mal so ähnlich vor einiger Zeit. Wir können kostenlose Belohnungen wie die Lackierung Akatsuki und den Hangleiter Manda verdienen, bevor sie im Item schon verfügbar werden. Dafür müssen wir uns registrieren unter fn.gg/Zenindo. Das werde ich dann gleich mal tun und mir genau ansehen, was wir da machen müssen. Ich habe mich jetzt hier auf der entsprechenden Seite angemeldet, so wie es im Spiel stand. Ist wieder die Kooperation Fortnite und Naruto, Zenindo. Hier gibt es scheinbar mehrere Wege. Steht, schau dir die Wege von Zenindo an und schließe sie ab, um Spielbelohnung zu erhalten. Weg von Itachi. Pro 5 Matchabschlüsse unter den besten 6 ein Abzeichen. Weg von Gaara. Pro 24 überlebte Sturmphasen ein Abzeichen. Weg von Hinata. Pro gefangene Fische ein Abzeichen. Weg von, oh, wie heißt der denn? Orochimaru. Pro 18 Eliminierung ein Abzeichen. Aber alles in verschiedenen Spielmodi. Fangen wir vorne an. Hier gibt es nur die Abzeichen in Battle Royale, also Team mitbauen und Nullbauen Team. Keine weiteren Spielmodi. Punkte bei ihm können wir nur sammeln in Nullbauen, Solo, Duo, Trio. Keine weiteren Spielmodi. Und die Fische fangen können wir in Battle Royale und Nullbauen, Solo, Duo oder Trio. Und die Eliminierung, 18 Stück, also pro 18 ein Abzeichen, gibt es in Battle Royale, Solo, Duo, Trio. Schließt keinen weiteren Spielmodus ein. Also ich gehe auch davon aus, dass es aufaddiert wird. Also das würde das ja bedeuten, dass man in einem Match 18 Eliminierung macht. Also ich gehe davon aus, das wird aufkumuliert. Denn hier unten gibt es ja eine Statistik. Ich habe ja noch gar nicht gespielt. Das heißt, ich werde jetzt auch noch nichts haben. Ne, tut nichts tun. Gut. Und wir müssen wahrscheinlich, wie beim letzten Mal auch, hier diesen Baum voll kriegen. Oder diesen Markenweg. Dein Fortschritt bis zum nächsten Abzeichen 0 von 5. Ach so, alles klar. Nach deinem Match oder deiner Statistikanfrage kann die Aktualisierung der Punkte bis zu einer Stunde dauern. Dann Belohnung für den Abschluss von einem der 4 Wege, kosmetische Lackierung, Akatsuki im Spiel. Schließe alle Wege ab und erhalte den Hängeleiter Manda im Spiel. Ist hier unten? Nein, hier unten. Verdiene ein Abzeichen unterhalte, schockierter Itachi. Verdiene ein Abzeichen, konzentrierter Gaara. Verdiene ein Abzeichen unterhalte, Emoticon Bahyakugan Hinata. Was ist das? Verdiene ein Abzeichen unterhalte, kosmetische Emoticon Orochimarus Grinsen im Spiel. Und wenn man 5 Abzeichen, na, hier 5 Abzeichen verdient, gibt es dann noch EPs extra. Also ganz wild diesmal wieder EPs. Und hier hinten noch. Denn wenn du wieder nur schließe, einen Weg ab, unterhalte kosmetische Lackierung. Jetzt ist die Frage, was meint Epic mit einem Weg? Heißt das, wenn ich mich hierfür entscheide, um den Weg von Itachi zu gehen, und ich dann nur Battle Royale Team oder nur Bauen spiele, ist das dann mein ganzer Weg? Oder dieses hier, oder dieses hier, oder dieses hier? Das wird sich dann wahrscheinlich gleich im Spiel dann zeigen. Also ich gehe davon aus, ich muss einen Weg komplett hier voll kriegen. Deshalb sind hier auch wahrscheinlich hier Wappenteile. Hier sind 2 Wappenteile und hier sind auch 2 Wappenteile. Könnt ihr mir vorstellen, das erste, was ich hier schaffe, ich weiß es nicht, wird dann hier angezeigt. Und dann gibt es die Punkte dazu. Dann ist das einfachste. Fische fangen nämlich an oder Eliminierung machen. Ja, das ist mit Bauen. Das ist Null bauen und Bauen. Solo, Duo, Trio. Das ist Null bauen, Solo, Duo, Trio. Sturmphasen überleben ist sicherlich auch recht einfach. Und das ist Team und Null bauen, Team, besten 6. Das kann man im Team natürlich schnell schaffen. Naja, ich werde das dann gleich mal ausprobieren. Bisschen spielen, müssen ja noch andere Herausforderungen machen. Dann wird sich ja zeigen, welche Wege ich hier gefüllt bekomme. Das gibt's nicht. Das ist wie immer. Hm.
Das ist wie immer, wenn man Fischlein braucht, findet man keine. Wenn man Waffen braucht, gibt es Fischlein. Ach Gott, Murphys Gesetz eben. So, ich habe mich jetzt mal auf der Nintendo-Webseite nochmal eingeloggt, um zu gucken, ob ich jetzt was bekommen habe. Für 24 Uhr gibt es Sturmphasen. Tja, da müsste ja ich was geschafft haben, weil er hat ja vorher angezeigt, dass ich überlebt habe. Manchmal meine Statistik öffnen, ob das was kommt. Ah, perfekt. Ich habe jetzt das erste Emoticon erhalten. Ich vermute mal, das ist das fürs Angel gewesen. Ja, das müsste das Angel-Emoticon sein, oder? Ja, ich sehe das jetzt erst. Epic hat die Herausforderungen bzw. die Wege hier der einzelnen Naruto-Kumpels geändert. Wir können hier Itachi jetzt in Solo, Duo, Trio und Teamspiel bauen oder nicht bauen. Das gleiche gilt hier für Gaara. Solo, Duo, Trio, Team bauen oder nicht bauen. Hinata auch. Und hier den Orochimaru, Zweig, ja, das gleiche in Grün. Solo, Duo, Trio oder Team. Das sah ja gestern noch ein bisschen anders aus. Allerdings weiß ich nicht, wann Epic das geändert hat. Denn ich habe hier komischerweise für die letzten 6, wenn das hier unten stimmt, noch nichts bekommen. Sturmphasen habe ich 19 überlebt. Geangelt habe ich, ja, es ist schwer zu zählen. Ich vermute, das sind 20, 40, 60 Fische. Wie gesagt, das ist mir nicht ganz klar. Denn hier geht es ja bis zur Nummer 5, 6, 7, 8. Und wo ist die 9? Ist die 9 dann hier dieses, was hier schon angezeigt wird, dieses rosafarbene von Hinata und 10 ist dann, wenn ich alles voll habe. Also sprich die anderen drei Wege auch. Ja, wird sich zeigen. Ich sehe jetzt mal zu, dass ich hier noch, also wenn auch noch ein Fischlein fehlt mir für den nächsten Punkt. Perfekt. Ich sehe mal zu, dass ich noch ein paar Sturmphasen überlebe, um auch das Emoticon hier zu erhalten, damit ich euch das zeigen kann. Ja, dann geht's mal weiter. So, hier gab es jetzt das Emote Byakugan Hinata fürs Angeln. Dann fordere ich das mal ein. Und weiter geht's. Ich werde jetzt versuchen, Angel-Challenges zu spielen und auf Überleben zu gehen. Dann könnte ich sozusagen gleichzeitig zwei Wege beschreiten. Und die Kills und ja, und den letzten 6 ergibt sich dann eventuell oder hoffentlich automatisch. Diese einzelnen Emoticons der 4 Wege werde ich separat zeigen. Und dann noch irgendwann zum Schluss, wenn ich alle Wege denn hoffentlich bald voll habe, noch die Komplettlösung aller Wege. Ja, ich sage dann aber erstmal danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.